Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau und heute möchte ich mit euch gemeinsam eine Aktion starten. Alle gegen Viren. Getreu dem Motto der Musketiere, einer für alle, alle für einen. Also bitte möglichst oft teilen und sich daran halten. Momentan sind unterwegs der grippale Infekt, die richtige Grippe, die Influenza und natürlich jetzt neu der Coronavirus. Müssen wir deswegen in Panik haben? Nee. Aber wir sollten definitiv aufmerksamer sein als normalerweise. Denn wie verbreiten sich die Viren von Mensch zu Mensch? Entweder durch eine Tröpfcheninfektion, wenn ich also jemand anhuste, anniese, oder auch durch Schmierinfektion, wenn ich irgendetwas anlange, was vielleicht die letzten 2-3 Tage vor mir ein Infizierter angelangt hat. Und deswegen gilt es, diese Übertragungswege ganz einfach zu verhindern. Und wie machen wir das? Erstens Niesetikette. Niemals so niesen, denn habe ich hier alles in der Hand, gebe dem Nächsten die Hand damit und der ist kontaminiert. Also immer in die Ellbogen oder in ein Taschentuch. Das zweite, Hände waschen. Ganz wichtig, ganz häufig. Und wenn das 10, 15 Mal am Tag ist, dann ist es 10, 15 Mal am Tag. Beim Nachhausekommen, bevor ihr die Viren in der Wohnung verteilt, zack, ab in das Bad und Hände waschen. Und zwar richtig, zeige ich euch gleich. Vor den Mahlzeiten, ganz wichtig, haben wir in der Schule schon gelernt. Ihr gelangt zur Semio, esst die Semi, zack, die Semi ist da heich kontaminiert, fertig. Vor dem Zubereiten von Mahlzeiten, macht ihr das nicht und gelangt zum Salat zum Beispiel, oh, gibt es den dann der Familie, dann wird die Familie krank dadurch. Vor dem Toilettengang und nach dem Toilettengang vor allem noch wichtiger. Corona etc. kann auch durch Ausscheidungen übertragen werden. Auch der Norovirus wird so übertragen. Also ganz wichtig, schützt euch und die anderen, indem ihr euch danach die Hände wascht. Am besten sogar noch davor, dann bringt ihr die Viren schon gar nicht an den Körper. Nach dem Niesen, Schneizen etc., wenn ihr wirklich das gemacht habt, dann bitte sofort kontaminieren, sofort waschen, damit hier nichts passiert. Und natürlich vor und nach dem Kontakt mit Kranken. Warum vorher? Damit ihr den nicht nur weitere Keime und Erreger, der ist eh schon geschwächt, übertragt. Und danach natürlich, damit ihr euch nicht selber ansteckt. Wie geht richtiges Händewaschen? Sehr einfach. Hände nass machen, mit Seife richtig einreiben für 20 Sekunden. Von alle Seiten dabei die Zwischenräume beachten. Dann natürlich die Fingernägel etc. mit. Dann auch richtig abspülen, damit der ganze Dreck runtergeht und dann quasi mit einem trockenen Tuch nachtrocknen, am besten hier ein Einwegtuch. Auch ein wichtiger Punkt, ich habe nicht überall Waschbecken zur Verfügung. Und da gibt es diese kleinen Gels, die sind richtig geil, die habe ich immer mit dabei in der Hosentasche, in der Handtasche, also nicht ich immer, aber komm, in der Handtasche, da im Auto habe ich die drin. Bevor ich zum Beispiel noch einkaufen ins Auto gehe, gele ich mir diese Hände mit dem Desinfektionsmittel richtig ein. Dazu muss es einige, oder ich glaube 15 oder 20 Sekunden sollte es da drin feucht sein. Dann warte ich 30 Sekunden bis eine Minute und dann berühre ich erst meine ganzen Autosachen innen. Weil damit schleppe ich die Sachen auch nicht ins Auto rein. Denkt dran, die Viren können bis zu 4 Tage an Türgriffe und sonstiges oder im Auto überleben. Und beim nächsten Mal, wenn es euch steckt, hat es wieder kontaminiert. Also desinfizieren oder auch, wenn ich etwas berührt habe, was ganz viele Leute berührt haben, da ich noch ein Händewaschen, noch Hände desinfizieren. Das bringt dann den ganzen Schutz. Nächster Punkt, Hände aus dem Gesicht halten. Mindestens 1000 Mal am Tag, der hat irgendwie so im Gesicht rum. Das merkt man oft gar nicht. Macht es lieber leid. Schaut, dass ihr das nicht macht, weil die Hand alleine macht wenig, wenn da Virus dran ist. Aber sobald ihr die hier herbringt, hat sie ihr könnt ihr krank werden. Nächster Punkt, Abstand halten. 1,5 bis 2 Meter, soweit es geht, zu alle anderen. Dann kann euch auch relativ wenig passieren. Und falls euch zum Beispiel einer angenießt habt oder sonstiges, oder ihr selbst hier gehustet habt und damit den, in dem Fall den Pulli kontaminiert habt oder die Jacke, waschen mit 60 Grad, dann gehen auch dort die Keime kaputt. Und wenn wir das alle machen, dann machen wir die Keime ganz schnell den Gas und dann ist der Spuk in 14 Tagen, 3 Wochen bei uns hoffentlich vorbei, wenn sich jeder dran halten würde. Also, einer für alle, einer schützt alle, alle für einen, damit schützen alle auch jeden Einzelnen. Also Leute, macht's mit, teilt dieses Video, macht vielleicht selber Videos dazu für die anderen YouTuber, dass das möglichst viel rumgedrängt hat. Aktion, alle gegen Viren. Euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Fährt euch!